Das sind wirklich krasse Zahlen. Derzeit leben mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde und 80 Millionen Menschen kommen pro Jahr dazu. Das sind so viele wie die Einwohner Deutschlands. Wow. Und die rasant wachsende Weltbevölkerung ist ein Problem, denn schließlich gibt es nur eine Erde und zwar mit begrenzten Ressourcen. Was sind die Konsequenzen? Was können wir tun? Das ist jetzt alles bei Clickzoom Science in Fiction. Oh Mann, ich wollte das schon immer mal sagen. Ja, vielen Dank Denergy und herzlich willkommen und vielen Dank an euch für den coolen Themenvorschlag auf WhatsApp. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Aktuell leben 5-mal mehr Menschen auf der Erde als im Jahr 1900 und dieser Trend ist nicht zu stoppen. Fakt ist, und das zeigen Zahlen, ein Rückgang der Kinderzahl kann vor allem durch die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes gelingen. Investitionen in Bildung, Arbeitsplatzschaffung, Sexualaufklärung, Gesundheitsversorgung und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau tun ihr Übriges. Wenn Frauen wirklich die Entscheidungsfreiheit haben, wie viele Kinder sie bekommen wollen, sinkt die Geburtenrate. Eine bessere Gesundheitsversorgung für alle sorgt für eine höhere Lebenserwartung und mehr Menschen sind länger erwerbstätig. Das ist gut für die Wirtschaft und der Staat kann mit den höheren Einnahmen den Lebensstandard der Bevölkerung verbessern. Das Ganze wird oft als demografische Dividende bezeichnet und es gibt tatsächlich auch Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass das funktionieren kann. Thailand und Südkorea beispielsweise. In Südkorea hat die Regierung eine langfristig vernünftige Familienplanungs- und Gesundheitspolitik betrieben, sodass in den 70er Jahren die Geburtenrate massiv zurückgegangen ist. Zudem wurden die südkoreanischen Frauen in den Arbeitsmarkt integriert, was die Wirtschaft des Landes enorm verbesserte. Wir leben einfach in komplett veränderten Zeiten und wir als Zivilisation müssen darauf reagieren. Durch die Medizin, bessere Versorgung und so weiter überleben immer mehr Menschen. Die Alterspyramide, die haben wir quasi abgeschafft. Früher starben die Menschen einfach in einer fast gesetzmäßigen Regelmäßigkeit durch Krankheiten, Unfälle, Behinderungen und so weiter und so fort. Das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Zudem lag das Durchschnittsalter dadurch auch viel niedriger. Alleine dadurch, dass wir länger leben, gibt es viel mehr Menschen auf der Erde. Und wir müssen als Zivilisation, so wie Südkorea, darauf reagieren. Und von Südkorea könnte sich Afrika viel abschauen. Denn das alles könnte auch dort gelingen. Doch bisher sind die Prognosen für Afrika ganz andere. Die Bevölkerung dort wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Mehr als 40% der Menschen dort sind jünger als 15 Jahre. Zunächst müsste es die Politik dort schaffen, die Geburtenrate zu senken. Zudem müsste in die junge Generation in Afrika investiert werden. Schulunterricht haben dort die wenigsten Kinder. Die meisten Frauen haben keine Ausbildung und so gibt es für sie keine Alternative zu ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau. Das haben auch die Vereinten Nationen erkannt und haben diesen Punkt, nämlich die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, als eigenes Ziel benannt. Wenn zudem auch die Gesundheitsdienste verbessert werden, merken die Familien schnell, dass viel mehr Kinder überleben, als sie dachten. Denn das ist dort der Punkt. Es werden so viele Kinder geboren, weil die Eltern immer noch davon ausgehen, dass so viele von ihnen sterben. Schätzungen zufolge dauert es dann, wenn sie verstehen, dass mehr überleben etwa 10 Jahre, bis die Menschen von sich aus eine kleinere Familiengröße anstreben. Und so gibt es Schätzungen, nach denen das Bevölkerungswachstum um ein Viertel zurückgehen würde, wenn Paare und vor allem Frauen das Recht hätten, frei über ihre Familienplanung zu entscheiden. Die Überbevölkerung bringt große Probleme mit sich. In Ländern wie Afrika, Westasien und dem Nahen Osten sind die Menschen schon jetzt lange nicht mehr ausreichend mit sauberem Wasser, Nahrung, Infrastruktur und Arbeitsplätzen versorgt. Wenn noch mehr Menschen unter diesen schlimmen Bedingungen leben müssen, wird auch die Zahl der sozialen und politischen Konflikte steigen. Eine weitere Folge der Überbevölkerung ist Migration, denn natürlich machen sich Menschen, die in solchen chaotischen Zuständen leben müssen, auf in andere Regionen, in denen sie sich eine Perspektive erhoffen. Die große Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, wann haben wir das Limit der Erde erreicht? Ein wenig erinnert das Ganze ja an Bakterienkolonien und ihre exponentiell wachsende Population in der Petrischale. Sie werden immer größer, bis sie durch die Nährlösung begrenzt werden. Dann sterben die Bakterien ab und die Population bricht zusammen. Wann also sind die Ressourcen der Erde für uns Menschen aufgebraucht und droht uns dann dasselbe Schicksal? Auch wenn die Studie des österreichischen Physikers Heinz von Förster nicht ganz ernst gemeint war, hat er den Tag des Untergangs auf den 13. November 2026 prognostiziert. Seine Studie basierte auf den Daten von 1960 und war rein mathematisch angelegt. Doch was dazwischen kam, war beispielsweise die sogenannte Grüne Revolution
aufgrund weiterer technologischer Fortschritt, der jederzeit möglich ist. Die Nahrungsproduktion wurde durch neue effiziente Getreidezüchtung und den Einsatz von Mineraldünger vervielfältigt. Der Hunger der Erde wurde damit nur eingedämmt, aber nicht besiegt. Es ist ein regionales und kein globales Problem. Und so etwas macht es schwierig, die Frage zu beantworten, wann das Limit der Erde wohl erreicht sein wird. In Deutschland werden mittlerweile jedenfalls immer mehr Stimmen laut, dass man auf eigene Kinder verzichten sollte. Stichwort Nachhaltigkeit, das Motto also, nur der Mensch, der nicht geboren wird, ist nachhaltig. Doch andererseits ist Leben wertvoll, und zwar jedes Einzelne. Ein wirklich schwieriger Konflikt, und so steht einfach außer Frage, dass alles dafür getan werden muss, dass alle Menschen, die geboren wurden, auch gut leben können. Und dafür müssen die Ressourcen der Erde vor allem erst einmal gerecht verteilt werden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload, und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Aliens und Klimawandel, die Zerstörung der Erde steht bevor. Bis dann. Bleibt dran.